und herzlich willkommen zu einer neuen Train Controller Tutorial Folge. Heute geht es noch einmal um den Schattenbahnhof und zwar in Verbindung mit Autotrain Fahrten. Das heißt also wir wollen Züge in den Schattenbahnhof mit Autotrain hineinfahren, aus dem Schattenbahnhof über die Schattenbahnhofsteuerung herausfahren und dann wieder an Train Controller Fahrten übergeben. Das äh, haben wir in der vorigen Folge nicht gemacht, dort haben wir dann mit ähm, Spontanfahrten gearbeitet, das war ja auch Thema des Tutorials. Und ihr habt gesehen, es ist relativ lang gewesen, eine Stunde, also eine XXL-Folge und ich habe die große Befürchtung auch heute, das wird wieder eine große XXL-Folge. Die Produktion und der Schnitt etc., alles dauert wahnsinnig lange, auch vor allem bei so langen Folgen. Deswegen freuen wir uns umso mehr über einen Kommentar, über Fragen, über Daumen nach oben, über Abos. Das motiviert uns hier sehr, diese Themen weiter aufzugreifen und weiterzumachen. Wir beginnen mit einer komplett neuen Datei. Ähm, ich glaube, hier sind nur die, die Digitalzentralen äh, eingetragen und die sind aber hier momentan alle äh, ausgeschalten. Deswegen ist auch unten äh, sind wir auf Offline und eingefroren. Das Erste, was ich aber immer mache, das kennt ihr von mir, weil ich es einfach nicht anders begreife, äh, ist, dass ich sage, ich schalte um von der... Bedienoberfläche her auf die klassische Ansicht. Ich bin einfach ein Kind der klassischen Ansicht. Tut mir furchtbar leid. Trotzdem sind die ganzen Funktionen natürlich dann ähnlich denen in der modernen Ansicht. Ja, und ähm, bevor wir hier groß irgendwelche... Dinge einrichten und einstellen müssen wir natürlich erstmal ein Gleisbild zeichnen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Ich bin da jetzt ein bisschen großzügiger als beim letzten Mal, weil ich vielleicht noch ein paar Elemente äh, einfügen muss. Also, wir gehen mal davon aus, wir haben hier einen Rundlauf, ähm, dass hier irgendwelche Züge im Kreis fahren können. Und wir haben hier unten beginnt irgendwo eine Gleishalfe. Und die fädelt, wenn ich es hinbekomme. Ich bekomme es nicht hin. Die fädelt, jetzt habe ich es hinbekommen, die fädelt dann hier irgendwo aus. Und dazwischen ist hier bei unserem Schattenbahnhof. Haben wir ein paar Gleise. So, lassen wir es einfach mal stehen. Wenn wir nachher noch was brauchen, können wir es ergänzen. Natürlich haben wir auch überall... Ähm, Blöcke natürlich drin. Ich setze jetzt hier bewusst die Blöcke nach links. Ich gehe nachher davon aus, die Fahrtrichtung ist äh, gegen den Uhrzeigersinn. Ich setze jetzt die Blöcke bewusst nach links, weil wir vielleicht ja auch noch mit Aufrücken nachher arbeiten wollen oder mit äh, anderen Möglichkeiten, die uns der Schattenbahnhof gibt. Ähm, deswegen seid nicht verwundert, dass das alles hier so ein bisschen äh, linkslastig gerade ist. So, und hier setzen wir mal die Blöcke so ein bisschen wild. Hinein. Damit denke ich, können wir ganz gut arbeiten. Vielleicht setzt mich hier nochmal und hier nochmal ein Block. Warum? Das kommt vielleicht später noch. So kann jetzt einfach mal unser wilder Gleisplan aussehen. Und ähm, jetzt machen wir das Gleiche wie auch das letzte Mal. Wir müssen natürlich den Blöcken irgendwie äh, einen Melder und eine fiktive Länge geben. Dafür bietet sich natürlich total immer der Wizard an. Und da nehme ich einfach jetzt immer hier diese Standardeinstellungen und damit haben wir eigentlich schon mal in den Blöcken Markierungen drin, Längen drin, damit auch der Simulator nachher mit irgendwas arbeiten kann. Und das setzen wir hier über den Wizard, der in der Version 10 neu hinzugekommen ist und so wahnsinnig hilfreich ist setzen wir hier kurz uns die gesamten Punkte, dass unsere Blöcke für die Simulation dann auch ein bisschen greifbar werden. So, ihr seht, das geht relativ zügig. Und ich habe mich für die Variation entschieden, dass wir jetzt einfach an allen drei Richtungen Rückmelder haben sollte man vielleicht auch hier noch mal zeigen, dass mich hier quasi ein, wenn man also in diese Richtung von rechts nach links fährt, habe ich hier einen Stoppmelder, hier habe ich den Hauptbelegmelder fürs Gleis und hier habe ich einen Einfahrtbelegmelder. Die brauchen wir nachher vielleicht noch auf einer Anlage, wo ich jetzt kein Aufreihen etc. brauche oder auch kein Stoppmelder, weil ich sage, die Züge sind perfekt eingemessen. Dann brauche ich die natürlich alle nicht. Aber jetzt hier für die Simulation und für das Tutorial benutzen wir die einfach mal. Damit haben wir schon einmal die ersten wichtigen Punkte nach knapp ein paar Minuten, vier Minuten oder so ähm, erledigt. Ähm, und somit steht schon mal in groben Zügen unser erstes Gleisbild. Natürlich brauchen wir auch noch Lokomotiven. Die legen wir auch noch schnell an. Und äh, zwar über Zug, neue Lok. Dann habe ich hier die Log 1, Zug, neue Log, Zug, neue Log, Zug, neue Log, Zug, neue Log. Und äh, wir belassen auch einfach jetzt mal hier die Namen und vergeben, damit die Simulation sauber durchläuft, den Lokomotiven fiktive Adressen. Und ich wähle einfach hier aus dem Standard im Train Controller ähm, einfach mal andere. Bilder auch aus. Die Längen der Lokomotiven, ja, die sollten wir nachher auch noch eintragen. Das ist jetzt die Lok 4, die bekommt dieses Bild und die Lok 5 bekommt dieses Bild, den Name Lok 5. Vergibt er jetzt ja momentan noch automatisch, weil hier nichts drin steht, aber mit dem Namen können wir jetzt erstmal ganz gut leben. So, jetzt gehen wir zurück und sagen: Diese Lok ist jetzt fiktiv 15 Zentimeter lang, diese vielleicht 20, diese Lokomotive vielleicht 23, diese Lokomotive sagen wir auch 23 und die Dampflokomotive, die ist vielleicht 28. Und schon hat er alles, was wir geändert haben, gespeichert. Und im Grunde können wir jetzt gleich starten. So, und jetzt können wir unser Gleisbild einmal testen. Dafür brauchen wir über Fenster einmal den Simulator. Der ist schon da. Den können wir auch jetzt zum Laufen bringen. Und jetzt nehmen wir einfach mal eine x-beliebige Lokomotive. Setzen sie hier hinein. Gehen auf zugfahrt wollen den autotrain direktmodus wählen und fahren nun die dampflokomotive einmal hier über das gleisbild zu diesem endblock für diese zugfahrt und wir sehen die simulation funktioniert die blöcke werden rot ausgeleuchtet bei einer simulierten einfahrt und die lokomotive kommt zum stehen vielleicht ist es auch noch ganz hilfreich wenn wir einmal einen äh, Lokführerstand noch dazu nehmen. Denn dann können wir, wenn wir die Lok nochmal in Bewegung setzen, denn dann können wir auch an der Tachonadel sehen, wie schnell läuft die Lokomotive. Wie man KMH und Miles per Hour umstellen kann, darüber gibt es bei uns im Kanal ein eigenes Video dazu. So, und nun kommt die Lokomotive hier unten an und bleibt am Ausgangspunkt wieder stehen. Wenn es übrigens die Zeit nachher noch erlaubt, müssen wir auch noch den lokomotiven Funktionen geben, denn dann können wir auch Schattenbahnhof und die Betriebsstelle Tunnel miteinander kombinieren, dass also auch die Lichter oder Sounds etc. beim Einfahrt in den Schattenbahnhof ausgeschaltet werden beim Ausfahrt wieder eingeschalten werden oder je nachdem wie der Betriebszustand halt war, was wir in der Betriebsstelle Tunnel einstellen. Aber hier nochmal einfach der Hinweis schon mal darauf, dass diese Betriebsstellen Schattenbahnhof und Tunnel wunderbar kombinierbar sind. Ja und jetzt würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir mit der Einrichtung des Schattenbahnhofs beginnen. Wir gehen jetzt mit dieser Grundkonfiguration einfach mal auf die Betriebsstelle und und wählen hier einfach aus Neuer Schattenbahnhof. Dann fragt er uns, ob wir das im Editiermodus machen wollen. Das wollen wir natürlich. Und wir sehen dann, dass als neues Fenster schon der Fahrdienstleiter aufspringt. Und ich persönlich habe es ganz gerne, wenn das ein Registrierkartendokument ist. Dann kann man zwischen beiden Fenstern elegant hin und her wechseln. Ja, und. Jetzt sehe ich, es ist nicht viel passiert, außer ich habe hier oben eben das Element Schattenbahnhof. Das haben wir auch alles schon mal äh, im letzten Video zu Spontanfahrten mit Schattenbahnhof gesehen. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr so groß durchgehen. Wenn es euch interessiert, dann schaut es in diesem Video davor an. Einstellungen werden wir hier aber nachher natürlich noch genug vornehmen. Also keine Angst, da tut sich dann hier in diesen Fenstern auch noch was. Aber wie auch im letzten Video müssen wir jetzt erstmal markieren, welche Elemente gehören überhaupt zum Schattenbahnhof. Ich nehme hier auch die Fahrstraßen der Übersichtheitshalber mit hinzu. Dieser hier Block, den brauchen wir auf jeden Fall auch. Und jetzt sind hier ein paar kleine Fenster im Weg. Und diesen Block hier brauchen wir auch. Das ist der Einfahrtsblock. Wie gesagt, wir haben jetzt einfach mal nur eine Fahrtrichtung unterstellt. Und hier drüben haben wir dann den. Ausfahrtsblock. Ja, und wenn ich jetzt nicht schlecht sehe, ich kann es ja immer hier mit diesem Blockplan einblenden, nochmal prüfen, dann ist eigentlich alles zum Schattenbahnhof hinzuaddiert. Bis auf hier hinten sehen wir es, die kleinen letzten Stückchen Gleise, die fehlen tatsächlich noch und die kann ich jetzt hier einfach noch kurz hinzuaddieren. Ich mache wieder hier den äh, Blockplan einblenden und ausblenden, schalte ich um und ich sehe, jetzt müssten eigentlich alle Elemente, die jetzt momentan für mich zum Schattenbahnhof hinzugehören, markiert sein. Wunderbar! Und jetzt muss ich mir natürlich überlegen, was ist hier was? Also für was steht welcher Block? Hier den ersten Block rechts, das ist schon mal unser Zufahrtsblock. Die anderen Blöcke hier, das sollen unsere Halteblöcke sein. Und in dem Moment, wo ich auf Rot klicke, sieht man, wie aus dem Namen Block 2 dann zum Beispiel jetzt auch 1000, 1000 werden. Was es damit auf sich hat, darüber haben wir im letzten Video gesprochen, beziehungsweise werden wir vielleicht auch nachher nochmal drüber sprechen. Ja, mit dem Block hier unten werden wir nachher noch ein bisschen was anstellen. Jetzt legen wir einfach mal einen ganz normalen Schattenbahnhof an, wie wir uns jetzt so in der Einfachheit vorstellen würden. Wir wollen ja immer klein anfangen. Und ähm, jetzt kontrollieren wir einfach mal, ob für uns jetzt schon ein Schattenbahnhof hier funktionieren würde. Ja, und alle, die aufmerksam waren, haben es festgestellt, ich habe einen Fehler gemacht oder was vergessen. Das ist aber nicht schlimm, man kann es ja noch korrigieren. Wenn ich einen Einfahrtsblock habe, was brauche ich dann? Natürlich einen Ausfahrtsblock. Und das soll diese hier sein. So, nun können wir aber testen. Und jetzt wollen wir schon mal ganz schnell unsere erste Zugfahrt bauen, damit wir die Logik dahinter kurz verstehen, bevor wir nachher uns in Details verlieren. Ich nutze jetzt hier dieses Autotrain-Fenster und sage, dass hier nachher... Schon auch bei den Spontanfahrten. Wir erinnern uns von letztem Mal, hier wird mir aus dem Schattenbahnhof der Zug abgestellt, den die Zugfahrt übernehmen soll. Also startet hier die Zugfahrt, fährt hier über die Blöcke und hier soll der Zug enden. Da müsst ihr mir jetzt einfach mal ein bisschen noch vertrauen, denn danach soll ja hier die Schattenbahnhofsteuerung diesen Zug weiterleiten und nicht unsere Zugsteuerung. Das heißt also, was vielleicht früher in der Version 9 eine geschlossene Zugfahrt war von äh, quasi von einem Block zum demselben Block, weil wir ja im Kreis fahren und weil halt hier dann irgendwie über Variablen oder über Ausnahmen oder Regeln dann dementsprechend ein Block benutzt wurde, das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben also eine geöffnete Zugfahrt, die hier startet und in unserem Beispiel hier endet. Die ganze Zugfahrt wollen wir noch bearbeiten, schnell. Die nennen wir jetzt nämlich Zugfahrt Test 1 wegen mir. Können wir das T vielleicht noch groß machen. Und äh, Regeln etc. schauen wir uns später an. Es gibt auf jeden Fall für diese Zugfahrt eine Nachfolgezugfahrt. Und das müssen wir auf jeden Fall wählen. Und zwar ist das der... Schattenbahnhof 1, das ist die Einfahrt. Und die müssen wir jetzt einfach mal wählen. Damit das Ganze funktioniert, speichern das nochmal, damit das Ganze nachher auch funktioniert, brauchen wir, nachdem unsere Zugfahrt hier angelegt ist, nochmal in der Betriebsstelle Schattenbahnhof, auch jetzt erst einmal im Editiermodus unter den Eigenschaften. Einen Nachfolger und das ist jetzt in unserem Beispiel die Zugfahrt 1. Dies soll nämlich, wenn der Schattenbahnhof die Steuerung, den Zug hierher abstellt, soll hier nämlich die Zugfahrt 1 gestartet werden. Somit haben wir wieder eine quasi im Kreis geschlossene Bewegung mit zwei quasi Zugfahrten, einmal der einer tatsächlichen Zugfahrt und einmal der Logik des Schattenbahnhofs. Und somit haben wir jetzt unsere erste Zugfahrt. Mit einem Schattenbahnhof angelegt. Obwohl die Logiken jetzt dahinter noch nicht weltbewegend sind und nicht berauschend. Aber wenn wir jetzt gleich den Zug auf seine erste Testfahrt schicken, dann sollte dies funktionieren. Außer ich habe wieder einen Fehler gemacht, dann hört ihr es ja gleich. Was heißt da? Ich habe einen Fehler gemacht. Ihr habt nicht aufgepasst. Also Entschuldigung. Ist ja völlig klar. Und zwar, es kann natürlich noch nicht mit der Zugfahrt klappen, weil ähnlich wie oben im Schattenbahnhof, welche Elemente gehören zum Schattenbahnhof, müssen wir auch seit eh und je auch bei der Zugfahrt sagen, welche Elemente gehören überhaupt zur Zugfahrt. Weil wenn ich jetzt hier natürlich wieder den Blockplan für die Zugfahrt ausmache, dann sieht man, dass hier alles, was dazwischen ist, zwischen den zwei Blöcken natürlich fehlt. Kann also nicht funktionieren. Also nehme ich wieder das Auswahlwerkzeug und markiere die Fahrstraßen oder die Blöcke und sage, das hier sind jetzt genau die Elemente, die zu dieser Zugfahrt gehören. Punkt aus, das muss man machen. Warum sagt ihr das nicht? Selbstverständlich. Jetzt aber ähm, schauen wir uns die gesamte Zugfahrt mit dem Schattenbahnhof an. So, das heißt also, was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt als erstes aus dem Editiermodus raus. Wir können ja mal kurz speichern, das schadet nicht. Und schiebe jetzt hier unsere Dampflokomotive in den Startblock unserer Zugfahrt. Starte jetzt den Simulator und sage jetzt einfach mal, äh, er soll die Zugfahrt starten. Das macht er auch. Wir sehen, der Tacho von der Lok geht nach oben, 120 km/h und die Lokomotive braust nun über unsere Anlage oder hier unser Testgleisbild fährt hinüber und die Zugfahrt endet jetzt und wir sehen offenbar übernimmt jetzt eine andere Steuerung unsere Dampflok das ist vermutlich die Schattenbahnhofsteuerung und fährt unseren Zug hier in das Gleis hinein. Der Tacho ist auf Null, Wir können ihn auch mal in die Mitte stellen, dass wir ein bisschen was sehen. Und ja, offenbar ist jetzt die Lokomotive angehalten worden. Wir sehen also auch, wenn wir auf Aktuelle Zugfahrten gehen, da ist jetzt keine drin. Die Zugfahrt Nummer 1, Test 1, die quasi von hier bis hierher funktioniert hat, ist nicht mehr aktiv, ganz klar. Die Betriebsstelle Schattenbahnhof hat jetzt die Lokomotive. Ja, und im Schattenbahnhof steht jetzt erstmal die Lokomotive, weil sie ja noch keinen anderen Auftrag hat, als in den Schattenbahnhof hineinzufahren. Das müssen wir also jetzt uns überlegen, was wir jetzt noch als Auftrag hinterlegen wollen. Das Einfachste, was wir machen können, wäre zum Beispiel, dass wir sagen, Ausfahrt nach links und unsere Dampflokomotive verlässt den Schattenbahnhof wieder fährt dann auf den Block, bei dem dann wieder die Zugfahrt 1 startet und wir sehen, die Zugfahrt übernimmt die Lokomotive und fährt jetzt die Lok wieder im Kreis herum, solange bis sie wieder im Schattenbahnhof zum stehen kommen würde. Wo übrigens die Dampflokomotive zum Stehen kommt, jetzt gehe ich nochmal in den Editiermodus. Äh, sehen wir dann hier also auch an den Prioritäten in den Blöcken. Jedenfalls, wenn es so eingestellt ist. Wir sehen also, die Einfahrt hat hier die Priorität 1000. Die Ausfahrt hat auch die Priorität 1000. Wir haben es im letzten Video schon gesehen. Das Ganze wird dann in der Betriebsstelle geregelt, nach was soll die Einfahrt und nach was soll die Ausfahrt. Priorisiert werden. Priorität vom Block bei der Ausfahrt würde bedeuten, wir haben zwei Blöcke, die sind beide gleichberechtigt. Hier ist der Block wegen mir mit 2000 in der Ausfahrt, hier mit 1000. Also würde die Lokomotive natürlich mit zwei, dem Block zweit, mit 2000 bei der Ausfahrt drin steht, zuerst fahren, wenn ich das Ganze umdrehen würde und würde sagen, die Priorität ist abhängig vom Zug. Und wenn das gleich ist, dann erst vom Block. Dann müsste ich bei den Zugprioritäten, wie wir ja auch schon mal äh, im letzten Video gesehen haben, und alles ist hier unter Dampflok drin. Das hätten wir vorher vielleicht auch ein bisschen besser machen können, aber jetzt ist es so. Wenn ich jetzt hier für diese Betriebsstelle dieser Lokomotive eine viel, viel, viel höhere Priorität zum Beispiel gebe, dann hat diese Lokomotive hier immer die höhere Priorität bei der Ausfahrt. Vorausgesetzt, die Ausfahrt Auswahl oder Ausfahrtregel ist, dass die Priorität vom Zug entscheidend ist. Aber wie gesagt, das ähm, haben wir im letzten Video uns eigentlich ganz genau angeschaut. Jetzt können wir es ja ein bisschen interessanter machen und wir sperren jetzt einfach mal ein paar Blöcke und sagen, der hier ist stillgelegt, den legen wir still. Stilllegen und ihr ahnt es stilllegen. Jetzt bauen wir unseren Schattenbahnhof noch ein bisschen um. Er bekommt nämlich einen zweiten Block. Dazu gehen wir ins Stillwerk hinüber, setzen hier hinten noch einen Block hinein. Der bekommt auch über den Wizard schnell ein paar Daten und äh, wir gehen wieder zurück hier ins Stillwerk Und wir müssen natürlich sagen, beim Schattenbahnhof gehört dieser Block jetzt hier auch dazu. Also muss ich für den Schattenbahnhof diesen Block hier eigentlich mit auswählen. Und wenn ich es mir dann so wieder anschaue bei der Betriebsstelle, dann sehe ich, dass die Blöcke hier jetzt alle zum Schattenbahnhof wieder dazugehören. Und so sieht dann der gesamte Plan aus. Ja, und dieser Block hier hinten, das muss ein äh, besonderer Block vielleicht sein. Und zwar machen wir diesen Block zum Kontrollblock. Die Idee ist jetzt so, dass quasi die Dampflokomotive hier in den Kontrollblock hineinfährt, fährt dann weiter äh, zum Halteblock. Wenn aber eine zweite Lokomotive kommt und hat... Jetzt keine andere Möglichkeit, hier woanders hineinzufahren, dann fährt die zweite Lokomotive in den Kontrollblock, wartet hier, bis die erste Lokomotive ausfährt und rückt dann vor in den Halteblock. Man kann hier aber auch noch die Option äh, setzen: Ausfahrt aus Kontrollblock erlaubt. Das heißt, dann würde die Lokomotive eventuell sogar gleich, ohne am Halteblock zu halten, aus dem Kontrollblock ausrücken. Das wollen wir aber jetzt aus diversen Gründen einfach erstmal nicht. Wir bauen ja den Schadenbahnhof Schritt für Schritt auf. Deswegen ähm, brauchen wir jetzt also, damit das alles wieder funktioniert, unsere Dampflokomotive, die ist hier unten. Und wir nehmen noch eine zweite Lokomotive hier mit hinein. So, und nun starten wir einmal unsere beiden lokomotiven das heißt die dampflok da gehen wir herüber auf die zugfahrt ähm, die starten wir jetzt mit der vorher angelegten zugfahrt die wird jetzt meckern weil das natürlich nicht der startblock ist aber sie wird los und auch die zweite lokomotive wird nun starten ich schalte hier gleich mal auf den schattenbahnhof um auf die Betriebsstelle Schattenbahnhof, damit wir es eindeutiger sehen. Wir sehen jetzt, wie hier die Dampflok nämlich in den Schattenbahnhof hineinfährt. Wir sehen sie verlangsamt die Geschwindigkeit und kommt auch zum Stehen, während unsere Lok 2 jetzt erst richtig in den Schattenbahnhof einfahren kann in unser Durchfahrtsgleis. Beziehungsweise in unseren Kontrollblock Durchfahrtsgleis, das machen wir nachher noch. War ich jetzt eine Spur zu schnell? Ja, und jetzt ähm, haben wir die Situation, wir haben also zwei Blöcke im Schattenbahnhof. Im ersten Block steht jetzt eine Lokomotive oder ein Zug, im zweiten Block steht jetzt auch etwas. Ja, und jetzt wäre es schön, wenn ich diese Lokomotive oder diesen Zug hier hinausfahre, wenn dann diese hintere... Lokomotive automatisch aufrücken würde und das kann man auch tun und zwar wenn ich jetzt hier einmal aus, auf Ausfahrt links oben bestehe, dann fährt jetzt, wir sehen es, die Dampflok heraus, wir sehen es ja auch hier unten an den Tachos, die gibt jetzt ordentlich Gas und verlässt nun gleich den Schattenbahnhof und wird jetzt der Zugfahrt wieder überstellt. Wir können es auch unten am äh, Lok- und Züge-Monitor sehen. Ja, und die Lokomotive 2, die ist jetzt automatisch aufgerückt und bleibt jetzt im Halteblock stehen. Ja, und die Dampflok, die inzwischen ihre Bahnen, ihren Kreis gedreht hat, kommt jetzt wieder ihrerseits und bleibt jetzt im Kontrollblock stehen. Ja, manchmal hat man noch den Wunsch, dass äh, mehrere Züge in einem Block stehen können. Das ist auch überhaupt kein Problem beim Traincontroller. Ähm, ich ziehe diesen Block schon mal merklich weiter nach hinten, ähm, denn wir können natürlich in Blöcken, die mindestens zwei Rückmelder haben, ohne Probleme Lokomotiven aufreihen lassen. In diesem Fall hier hat unser Testblock sogar drei Rückmelder. Einmal vorne ein Stoppmelder, dann hier einen ja, gesamte Strecke-Melder, nenne ich ihn vielleicht, und hinten einen weiterer Zug fährt ein Melder. Das war jetzt natürlich gesprochen von der Fahrtrichtung von äh, rechts nach links. In die andere Richtung würden die Melder natürlich dann vertauscht sein. Dann hätte ich hier den Stoppmelder und hier den eine Lok fährt in den Block ein Melder. Ja, mit dieser Konfiguration können wir es jetzt Wagen in das Stellwerk wieder zu gehen in die ähm, Betriebsstelle Schattenbahnhof und mit diesen Eigenschaften rufen wir jetzt hier diesen Block auf und hierhinter versteckt sich noch der Punkt Spezialmarkierung. Über Spezialmarkierung haben wir, glaube ich, schon viel erzählt. In unserem Wiki steht da einiges dazu drin. Es gibt auch ein Video dazu. Deswegen jetzt vielleicht nur in aller Kürze. Die Spezialmarkierung sagt im Grunde aus, ähm, wie lange ist die Strecke hier bis zum Stopp plus. Die Strecke, die da hinten quasi sobald eine neue Lokomotive einfährt, über diesen kurzen ähm, Rückmelder, der immer frei sein sollte. Ähm, wie lang ist diese Strecke gesamt, bis der erste Zug zum Stehen kommt? Also gehe ich hier hin, starte eine weitere gelbe Markierung und jetzt sage ich einfach mal, wir haben hier eine Strecke von 100. Zentimetern, jetzt sag man, das sind vielleicht 10 Zentimetern, also oder 20 Zentimeter, dann gebe ich 120 Zentimeter ein, wäre jetzt die Strecke von diesem ersten Block und diesem zweiten Block. Eine Bremsrampe etc. will ich alles, Na doch, vielleicht machen wir eine Bremsrampe von 100 Zentimetern rein, ähm, oder vielleicht von 30. Es spielt auch jetzt gar keine große Rolle in der Simulation wir müssen einfach nur wissen, wo der erste zug hält, und das ist jetzt hier in unserem beispiel tatsächlich nur in der fahrtrichtung gegen den uhrzeigersinn, also von rechts nach links funktioniert. wenn ich auch in die andere richtung züge auffädeln lassen wollen würde, dann müsste ich quasi eine zweite spezialmarkierung setzen mit dem pfeil nach rechts. aber ähm, bei gegenverkehr, und so ist natürlich auch vorsicht geboten, denn ähm, dann könnten auch die züge kollidieren. also der einfachheit halber lassen wir es jetzt so. bestätigen das ganze mit ok. und deswegen gibt es ja auch jetzt ein paar mehr ähm, lokführerstände damit wir nämlich mehr lokomotiven jetzt gleichzeitig sehen und simulieren können. der ausgangspunkt ist eigentlich der gleiche. ich habe hier jetzt möchte nichts starten habe hier jetzt eine lokomotive stehen die soll jetzt hier eigentlich auch in das gleis wieder hineinfahren und hier hinten dann im zweiten block warten bis die lokomotive vorne ausfährt und das ganze können wir selbstverständlich auch mit dem simulator simulieren ich gehe auf die Zugfahrt starte die lokomotive da ist der Simulator doch ein bisschen im Weg. Und unsere altbekannte Lok Nummer 2 führt jetzt einen falschen Weg, weil ich vorher einen Fehler gemacht habe. Wir schieben <laughs> doch mal hier kurz zurück. Legen das hier kurz noch mal still. Das brauchen wir nachher. Also die Lokomotive startet dann schnell von hier noch mal. Jupp. Und wird sofort dem Schattenbahnhof der Steuerung übergeben. Das Ganze ist übrigens auch hier, hier, hier immer unten im Fenster Lok und Züge zu sehen, wer gerade die Lokomotive bewegt oder steuert. Jetzt hat es der Schattenbahnhof übernommen und er hat jetzt quasi das Einfahrtprozedere, die Einfahrt, äh, Zugfahrt begonnen, wenn man so will. Und jetzt bleibt die Lokomotive stehen. Wunderbar und nichts ist passiert. Wir haben jetzt erstmal keinen Unterschied zu vorher. Jetzt kommt ein weiterer Player mit ins Spielfeld, eine BR 110 und wir nehmen vielleicht noch hier diese weitere Lokomotive hier mit hinein und sagen für beide soll gleiches gelten. Sie sollen jetzt über die Zugfahrt Test 1 haben wir sie glaub genannt gestartet werden und dann gleich in die Hände des Schattenbahnhofs übergeben werden. Das findet auch jetzt statt und wir sehen, dass, wenn ich auf die Betriebsstelle Schattenbahnhof umstelle, sieht man es noch viel besser, dass jetzt hier die Lokomotiven hineinfahren und aufreihen. Das kleine äh, gelbe Viereck hier sagt, die Lokomotiven sind jetzt hier aufgereiht. Ah, mein Zug hier unten ist gerade gar nicht gestartet. Ich nicht aufgepasst. So, jetzt aber fährt auch er los und wir werden total überrascht sein. Auch er fährt jetzt in diesen Bereich hinein und gesellt sich eben zu den anderen drei, äh, zu den anderen zwei Lokomotiven. Ja, und wenn er eingefahren ist, blub, bleibt er stehen. Ja, das Ganze kann ich steuern, definieren, Regeln hinterlegen in der Schattenbahn, in Eigenschaften des Schattenbahnhofs. Und zwar gibt es hier den Punkt in den Regeln aufreihen. Und hier kann ich über Lücke schon mal sagen, wie viel Zentimeter soll den Platz gelassen werden zwischen den einzelnen Lokomotiven oder Zügen. Die Aufreihung soll durch die Zugverfolgung geschehen, kann ich hier an oder ausstellen. Dann hier die Geschwindigkeit. Wir erinnern uns an Version 9, auch da gab es natürlich schon Aufreihen äh, und ähm, da gab es oft dann ja, im Forum vielleicht den, den Wunsch, es wäre doch schön, die Loks würden nicht nur mit ihrer Kriechgeschwindigkeit aufrücken, sondern man könnte das ein bisschen übersteuern, dass es vielleicht ein bisschen schneller als Kriechgeschwindigkeit ist. Und das kann man hier tatsächlich machen über den Punkt 100 wäre 100 Prozent Kriechgeschwindigkeit. Ja, und ich habe jetzt einfach mal hier 150 genommen, also etwas mehr, 50 Prozent mehr als Kriechgeschwindigkeit. Man soll aber hier auch aufpassen und es nicht übertreiben, also ähm, dass die Lokomotiven immer noch sauber fahren und äh, äh, nicht losrasen. Ähm, also 150 ist, glaube ich, ein ganz okayer Wert, vielleicht auch noch 170. Am besten, äh, ihr testet das mal zu Hause an der Anlage, was für euch dann ideal ist. Äh, kommt ja auch ein bisschen auf die Spurweite vielleicht drauf an, aber hier auf jeden Fall, wir testen es jetzt mal mit 150. Ja, und dieser Punkt hier ist auch super interessant im Verhältnis zur Version 9. Ich kann nämlich hier festlegen, soll ein Zug nach dem anderen nachrücken? Das schauen wir uns gleich an. Oder sollen alle Lokomotiven, wenn Platz geschaffen wurde durch Ausfahrt des ersten, auf einmal aufrücken? Das äh, alle auf einmal aufrücken hat total viel Charme, bringt aber auch... Äh, Vielleicht ein Risiko, dass wenn eine Lok stehen bleibt, dann äh, fahren alle gleichzeitig vielleicht auf den Vordermann auf. Ähm, das wäre vielleicht eines der Risiken, die die Software nicht äh, verschuldet, sondern dann halt eben die Hardware. Aber äh, wenn die Züge einfach schneller wieder aufgerückt sind, dann kann auch umso schneller wieder ein Zug einfahren. Denn solange in einem Block irgendwelche Aktionen mit Aufrücken passieren, ist der Block für die Einfahrt gesperrt, das heißt die Zugsteuerung wartet dann in einem Block davor, lässt den Zug in einem Block davor warten und stehen, bis alle Aufrückvorgänge abgeschlossen sind und wenn das viele, viele Lokomotiven in einem Block sind, dann kann das eben dauern. Und wenn alle gleichzeitig aufrücken, dann ist es eben relativ schnell erledigt und der nachfolgende Zug kann in den Block ebenfalls auch nachrücken. Wir lassen mal die Funktion mit alle Aufrücken aktiviert und beobachten mal einfach, was passiert anhand auch von den Tachos. Wir gehen wieder in den Simulationsmodus und sagen jetzt mal, unsere Dampflokomotive hier soll ausfahren. So, und die Dampflokomotive setzt sich in Bewegung, fährt aus. fährt aus, fährt aus, fährt aus. Und wir sehen, die Lok 2 rückt jetzt aus dem Block aus. Und was passiert jetzt mit diesen zwei anderen? Wir sehen, die fahren jetzt mit Kriechgeschwindigkeit weiter vor, damit diese Lücke hier geschlossen wird und der Platz von Lok 2 jetzt eben nachgerückt wird. Und erst jetzt, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, kann... Ich würde fast sagen, äh, relativ ohne große Verzögerung die Dampflokomotive einfahren. Soweit kein Problem. Jetzt ändern wir die Eigenschaft, dass wir sagen, es soll nicht alle aufrücken, sondern wir wollen das Aufrückverhalten von Version 9. Wir simulieren wieder und sagen im Schattenbahnhof. Ausfahrt nach links. Unsere tapfere Lok 2 fährt jetzt aus dem Schattenbahnhof aus. Und sobald der Block frei ist, jetzt rückt die BR110, die Lok 4 rückt jetzt auf mit voller Geschwindigkeit. Und sobald die jetzt aufgerückt ist, rückt jetzt erstmal die kleine. Lok hier auf, bleibt stehen und die jetzt erst fängt dann danach die Dampflok an aufzurücken. Wir sehen, die Lok 2 muss warten und warten und warten. Jetzt ist das Aufrücken fertig und jetzt erst darf die Lokomotive 2 nachrücken ins große Gleis, in den großen Block und kommt auch jetzt dann zum Halten. Damit ist diese Zugfahrt oder dieser Kreislauf eben auch beendet. Aber wir haben gesehen, wenn eine Lok nach der anderen nachrückt, und das waren jetzt kurze Züge, also es sind jetzt nur die Längen der Lokomotiven, die berechnet werden müssen. Wenn da natürlich jetzt Strecken von 2-3 Metern, wenn lange. Güterzüge drinstehen oder TGWs oder Intercity oder irgendwas auch immer, dann dauert das natürlich umso länger. Äh, wir haben jetzt hier Längen angenommen bei den Lokomotiven von irgendwas mit zwischen 20 und 30 Zentimetern. Bei ähm, langen Zügen dauert das Aufrücken natürlich dann umso länger, umso länger natürlich dann äh, der Platz, der vorne geschaffen wurde, wieder mit der Krieggeschwindigkeit ähm, dann überwunden werden muss. Sollten wir im Schattenbahnhof auch mal so ein Phänomen haben, dass äh, wir hier Züge haben, die eigentlich aufrücken könnten, aber nicht aufrücken, weil ich jetzt zum Beispiel während der PC-Auswahl hier diese Lokomotive herausgenommen habe, dann können wir auch hier im Schattenbahnhof über Aufrücken genau das ähm, nochmals anstoßen, dass hier jetzt eine der Lokomotiven herausfährt, die anderen, wir haben es ja gerade schon gesehen, rücken auf. Und haben dann hier eben dann ihr, äh, ihren Standpunkt. Ja und jetzt will ich noch unseren Schattenbahnhof ein bisschen erweitern. Ähm, ich möchte jetzt noch zwei weitere Züge hier mit kreisen lassen. Ich habe auch den Schattenbahnhof ein bisschen weiter hier aufgemacht. Diese zwei Gleise hier sind jetzt noch zusätzlich dazugekommen, um ein bisschen noch Platz zu haben. Ich sehe aber gerade meine BR110 ist nicht losgefahren. So, jetzt aber. Und ich bin auch sicher, auch diese Lokomotive wird jetzt einen Platz im Schattenbahnhof finden und das tut sie auch und hält dann gleich auch im Schattenbahnhof an. Über den Tacho können wir ja jetzt die simulierte Zugfahrt sehr gut mitverfolgen. Jetzt haben wir also eine Kombination aus einem Schattenbahnhof, der drei Blöcke hat, an denen Züge definiert halten können und bei einem Gleis haben wir eben noch die Situation, dass ein Block dahinter ist, in dem eben Züge variabel halten können und aufrücken und aufreihen können. Das ist also jetzt mal eine ganz gute Mischung. Deswegen sind auch die anderen Blöcke noch gesperrt, dass eben beides im Betrieb zu sehen ist. Ja, und eigentlich wollen wir auch ein bisschen auch mit Zugfahrten jetzt einen automatischen Ablauf hinbekommen. Ich kann jetzt zwar am Schattenbahnhof hier sagen, jetzt soll mal ein Zug ausfahren und dann wird er der Logik nach irgendeinen Zug nehmen. Beziehungsweise die Logik können wir ja fast sogar ein bisschen sehen, erahnen, manipulieren. Wenn ich auf Eigenschaften gehe, dann wir erinnern uns, nach was wird denn die Ausfahrt gesteuert. Was hier vielleicht manchmal auch gar nicht ganz schlecht ist, mit in die Prioritätenliste hineinzunehmen, das ist eben, dass der Älteste ausfahren soll. Damit eben auch ein bisschen Abwechslung bei den Ausfahrten am... Schattenbahnhof sein soll. Übrigens über, war ich ein bisschen zu schnell, über die An, über den Bera äh, Quatsch nicht, über den Bereich, doch über den Bereich hier unten kann man tatsächlich noch einstellen, äh, damit auch ein bisschen Abwechslung noch hinein, hineinkommt. Also hier ist noch so ein bisschen so ein Zufallsgenerator mit drin. Äh, das kann man bei uns im Video sehen, indem wir uns tatsächlich mit ältesten Zügen beschäftigen. Denn das gab es auch schon in der Version 9. Also starten wir jetzt mal nochmal unsere, unseren Schattenbahnhof, der jetzt einen Zug, den ältesten, der also am längsten hier jetzt schon steht, ausfahren lassen soll. Und dann jetzt von der Zugfahrt übernommen wird und andere Züge rücken dann gleich wieder nach. Übrigens ist es auch total äh, interessant noch zu sehen, das äh, zeige ich jetzt gleich nochmal. Ich hoffe, dass er mir jetzt die ja, vielleicht kann ich es auch erzwingen, die Dampflokomotive ausfahren lässt. Denn ich sehe jetzt hier unten nochmal bei den Zugfahrten, wenn die Lokomotiven aufrücken. Wir müssen aber erst die Dampflok kurz ausfahren lassen. Und dann die Lok 2 vorfahren. Dann sagt er nämlich hier schon Schattenbahnhof 1 aufrücken. Das haben wir vorher auch gesehen. Jetzt müssen wir allerdings dann hier auf die Diesellok schauen. Jetzt sagt die hier nämlich Schattenbahnhof 1 Abstellbereich. Also es wird sogar gleich die Betriebsstelle, denn es ist ja eigentlich der Abstellbereich als Betriebsstelle im Schattenbahnhof, äh, die wird dann quasi jetzt noch mit ausgelöst und auch hier in der Zugfahrt völlig korrekt angezeigt. Also ich bin immer wieder begeistert, wie penibel und... Äh, korrekt und genau der Drehkontroller einfach programmiert ist und jede Kleinigkeit irgendwie anzeigt und, und mit den richtigen Worten sehr korrekt und sehr genau benennt. Jetzt sind die Lokomotiven also gekreist gefahren, aber ich habe sie immer wieder anstoßen müssen. Man hat es vielleicht gesehen. Ich hätte hier jetzt genau einen kleinen Automatismus und den richten wir uns jetzt ein. Ja, um den Schattenbahnhof dann automatisch laufen zu lassen oder um Züge automatisch ein- bzw. auch vor allem ausfahren zu lassen aus dem Schattenbahnhof. Dazu gehen wir mal in den Editiermodus. Nochmal hier auf den Schattenbahnhof. Und wir markieren dazu zwei Punkte, nämlich starte anderen Zug nach Einfahrt und starte ähnlichen Zug. Und bei den Zügen können wir hier die gesamte Fahrzeuggruppe hinüberschieben. Er versucht dann einen ähnlichen Zug zu finden, um zu starten. Wenn er den nicht findet, dann versucht er eben einen anderen Zug zu starten. Aber ein Zug sollte auf jeden Fall herausfahren. Und unter allgemeines können wir dann auch noch schauen, was die Prioritäten sind für oder die Auswahlprioritäten äh, für die Ausfahrt. Also wir haben jetzt erstmal die Priorität vom Zug, Priorität vom Block, das ist bei uns aber in dieser Demo äh, alles gleich. Dann das nächste, was er abfragt, ist die Länge und dann der Älteste. Die Länge steht hier jetzt vor Ältester, weil es kann ja passieren, dass der Älteste hier hinten steht und der würde jetzt hier nicht hinauskommen. Deswegen also nehmen wir erst den... Die Länge und dann den ältesten. Wir werden mal in einem eigenen Video nochmal das Problem genauer anschauen und analysieren. Für unseren Test jetzt stellen wir es einfach so ein. Man hätte auch ältester einfach ausblenden können, aber wir wollen ja ein bisschen eine, ein Zufall, ein Zufallsprinzip haben. Gut, dann gehen wir in den Editiermodus. Quatsch, wir gehen in den aus dem Editiermodus hinaus und gehen in den Simulationsmodus, so wollte ich es sagen, und starten jetzt einfach mal den Schattenbahnhof mit Ausfahrt nach links und eine Lokomotive fährt jetzt einfach los. Und das ist jetzt hier unsere Dampflokomotive, die Lok 1, und wird jetzt über die Schattenbahnhof 1 Ausfahrt nach links oben Steuerung ausgefahren. Jetzt übernimmt sie dann gleich wieder die Zugsteuerung. Genau die Zugfahrt übernimmt jetzt den Zug, fährt jetzt hier über unser Testgleisbild und kommt jetzt gleich wieder im Schattenbahnhof an und kommt jetzt zum Halten. Und in dem Moment, wo der Zug hält, und zum Stehen kommt, wird die nächste Lokomotive gestartet, in diesem Fall jetzt die Lok 3. Und wir werden jetzt gleich, ich hoffe es zumindest, erleben, dass jetzt, sobald die Lok 3 ausgefahren ist, Lok 4 und Lok 5 nachrücken. Jetzt wird erstmal die Lok 4 in den Block nach vorne. Und die Lok 5 rückt eben mit der Krieggeschwindigkeit mit 150 Prozent. Nach und auch jetzt, äh, nachdem die, das Aufrügen abgeschlossen ist, kann auch die Lok 3 in, das, äh, in den gemeinsamen Block hineinfahren und die Lok 1 ist schon lange gestartet. Jetzt startet dann auch die Lok Nummer 2. Also wir sehen, es baut sich jetzt etwas Betrieb im Schattenbahnhof auf. So dass wir jetzt interessante Zugfahrten auf der Anlage haben. Und über Regeln äh, und über Einstellungen ist dies eben alles noch wesentlich zu verfeinern. Aber wir sehen einen Schattenbahnhof jetzt im vollautomatischen Betrieb mit äh, sogar. Einem Gleis, wo mehrere Züge hintereinander abgestellt werden können, die dann aufrücken vollautomatisch. Das lässt sich doch sehen. So könnte man das also zum Beispiel mit einer Zugfahrt und dem Schattenbahnhof realisieren. Und eins haben wir noch vergessen, das habe ich versprochen, nämlich in der Kombination mit der Betriebsstelle Tunnel. Bevor wir die Betriebsstelle Tunnel verwenden können, wir sehen es hier unten, dass sich die Tachos etwas geändert haben. Die Lokomotiven haben jetzt nämlich Funktionen bekommen. Und zwar über den Reiter bei den Lokomotiven Funktionen. Auf F0 an Aus ist das Licht gelegt. Auf F1 habe ich jetzt mal das Geräusch gelegt. Wie kann man das jetzt erweitern? Wenn man hier jetzt nochmal auf neu drückt, dann erweitert sich die Funktion. Dann kann ich zum Beispiel Licht 2 und so weiter ähm, einrichten. Über die Bibliothek kann ich, äh, habe ich ja schon wie vielen Videos gezeigt, ähm, noch eigene Elemente und Funktionen hinterlegen äh, und kann die hier dann mit einer F-Funktion im Decoder verknüpfen. Oder, wenn ich will, kann ich auch mit einer lokalen Klangdatei oder mit Zusatzgeräusche, wenn man auch und 4D-Sound installiert hat oder mit einer Liste, was passieren soll, kann man hier alles hinterlegen. Ich könnte hier, wenn ich eine Liste hinterlege, sogar über eine Lock-Funktion, die virtuell nur im Traincontroller vorhanden ist, zum Beispiel auch eine Lokomotive in den Schattenbahnhof schicken oder auf ein Abstellgleis oder oder oder. Haben wir teilweise schon alles gezeigt und weitere Videos müssen ja auch noch irgendwann folgen. Also alle Lokomotiven haben jetzt diese 2F-Funktion bekommen. Und dann gehen wir jetzt auf die Betriebsstelle und sagen, es soll ein neuer Tunnel entstehen. Und welche Elemente gehören zum Tunnel? Das sind diese hier, die ich jetzt auswähle. Und damit wären die Elemente für den Tunnel schon gewählt. Wenn ich möchte, kann ich auch noch die äh, Fahrstraßen, die Gleise hinzu. Wählen, das muss ich beim Tunnel allerdings nicht zwingend. So, und dann kann ich hier drüben in den Tunnel hineingehen und kann einen Namen vergeben, sparen wir uns jetzt. Und dann sage ich einfach mal, wenn er in den Tunnel bei uns jetzt in den Schattenbahnhof hineinfährt, dann soll das Licht ausgehen. Das Geräusch soll auch ausgehen. Das heißt, fährt die Lokomotive in den Tunnel hinein, schaltet sie jetzt in dieser Einstellung Licht und Geräusch aus und sobald sie wieder hinausfährt, nimmt sie wieder den Zustand an vom Hereinfahren. Das heißt, wenn vorher schon das Licht aus war, dann bleibt es im Tunnel aus und es wird auch danach nicht mehr eingeschaltet. Beim Geräusch, damit wir einfach nur mal einen letzten Unterschied sehen, kann ich jetzt auch einfach mal sagen, schalte zwingend das Geräusch auch im Tunnel ein und dann wird es auch beim herausfahren der Zustand so gelassen. Wenn ich hier gar nichts auswähle, dann wird der Zustand komplett unverändert gelassen. Es wird also in der Betriebsstelle diese Funktion überhaupt nicht berührt. Wir stellen es mal so ein ähm, und haben dann die Kombination aus Tunnel und Schattenbahnhof. Jetzt sortiere ich mal schnell nochmal unsere Züge und dann starten wir mit der Betriebsstelle Tunnel zusammen den Schattenbahnhof. Eins müssen wir allerdings noch tun, das äh, habe ich vergessen. Ich weiß nicht, warum ich das gerade die ganze Zeit vergesse. Wir müssen ja noch beim Tunnel die Ein- und Ausfahrtsblöcke markieren. Das heißt, der Block 10 hier ist jetzt, weil wir nur in äh, gegengesetzte Uhrzeigersinn, im gegengesetzten Uhrzeigersinn, im gegengesetzten Uhrzeigersinn fahren, ähm, ist der Einfahrtsblock. Und das hier ist der Ausfahrtsblock. Das muss der Renncontroller natürlich noch wissen. Gut, dann löschen wir mal die äh, noch offen gewesenen Zugfahrten, gehen in den Fahrmodus und wir sagen jetzt mal, dass, die, dass eine Lokomotive wieder ausfahren soll. Jetzt fährt die Lokomotive Nummer 1 aus. Und wir sehen, sie hat momentan hier noch keine Funktion aktiviert. Das passiert auch nicht, wenn sie von der Zugfahrt übernommen wird. Wir machen jetzt aber einfach mal das Licht an, damit wir sehen, sobald sie in die Betriebsstelle Tunnel, was auch gleichzeitig die Betriebsstelle Schattenbahnhof starten lässt, äh, passiert. Und wir haben es jetzt gesehen, das Licht ist ausgegangen, der Locksound sound ist dafür jetzt, weil wir es einfach zum Testen so gemacht haben, angegangen. Jetzt bleibt die Lok 1 stehen, schickt gleich die nächste Lokomotive los. Das ist praktischerweise hier gleich die Lok 2. Der Tacho quasi daneben. Und jetzt machen wir hier mal so und schalten beides ein: Licht und Sound. Und wir werden jetzt sehen, dass im Schattenbahnhof. Das Licht ausgeschalten wird gleich genau und natürlich bleibt der Sound an, weil das die Betriebsstelle Tunnel so vorgibt. Auch die Lok kommt jetzt an, kommt zum Stehen und schickt jetzt noch mal unsere Dampflok los und jetzt werden wir hier gleich sehen, dass nämlich das wieder umschaltet. Das Licht wird jetzt gleich am Ende des der Betriebsstelle Tunnel umgeschalten, genau auf ein und der Sound, weil wir es so definiert haben, wird dafür ausgeschaltet. Das wäre also die Verknüpfung zwischen Schattenbahnhof und Tunnel. Ja, und wir sehen, es ist schon wieder ein wahnsinnig langes Video geworden und wir sind mit dem Schattenbahnhof eigentlich immer noch nicht so ganz durch. Es gibt ja noch ein paar Dinge, die wir uns anschauen müssen, wie Durchfahrtsgleise und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, es wird irgendwann, aber nicht als nächste Folge, sondern vielleicht irgendwann, äh, wenn wieder ein bisschen mehr Zeit ist, um, um eine lange Folge zu produzieren, werden wir uns nochmal mit dem Schattenbahnhof beschäftigen und ähm, dann schauen wir mal, was da noch Spannendes auf uns in dem Video wartet. Dazwischen wollen wir noch ein paar andere Episoden machen, ein paar Ideen und Fragen von euch sind ja schon da und auch den Train-Programmer möchte ich mal vorstellen, jedenfalls in den grundlegenden Arbeiten. Deswegen für heute erstmal vielen Dank, wenn es euch gefallen hat und ihr uns motivieren wollt, könnt ihr uns gerne abonnieren, einen Daumen nach oben lassen oder Fragen oder nette Kommentare hinterlassen unter dem Video. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.